So, hallo, ich melde mich nochmal, bevor die Folge anfängt. Und ich möchte euch einfach nur mitteilen, dass ihr euch nicht wundern sollt, wenn jetzt sehr alte Folgen auf einmal neu hochgeladen werden. Das liegt einfach daran, ich habe meine anfänglichen Folgen nochmal angehört und habe festgestellt, dass ich kaum zu verstehen bin. Ich meine, ich habe jetzt noch das Glück, dass ich einen Lautsprecher habe, den man halt wirklich sehr hochstellen kann, wo man doch noch ein bisschen irgendwas von mir vernehmen kann. Aber es haben ja nicht alle so eine Soundbox und wie auch immer das heißt, oder Soundbar heißt es, glaube ich. Deswegen habe ich mir es überlegt, dass ich die alten Folgen, in denen ich schwer zu verstehen bin, einfach nochmal neu hochlade. Ich kann mit meiner Audiospur ein bisschen rumspielen, sodass man mich besser verstehen kann. Ja, und ich denke mal, das ist wahrscheinlich eine bessere Alternative, als wenn ich dasselbe online nochmal neu aufnehmen würde. Denn das war bei mir auch im Gedanken, ja, kannst doch einfach Starsable Online nochmal neu aufnehmen. Ja, aber das wäre dann ein zu großer Aufwand, vor allen Dingen, weil ich auch so viele Folgen bzw. auch so viel Zeit in Starsable Online gesteckt habe und natürlich Geld, das muss man ja hier mal erwähnen. Wahrscheinlich nicht so viel Geld wie andere, aber trotzdem war das schon manchmal ein bisschen sehr teuer. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Variante entschieden. Ich hoffe, das ist okay für euch und jetzt könnt ihr mir beim Spielen zuschauen. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir die Hauptquiz weiter bearbeitet und haben, ja, wie auch offensichtlich hören können, ist das Bimmen nicht weggegangen. Warum auch immer, ist jetzt aber auch egal. Ja, wir haben die Hauptquest weiter bearbeitet und haben die Information erhalten, dass das Pferd von Justin übergeben werden soll an jemanden in Golden Hill, Golden Valley Hills, Golden Hills Valley, so rum. Ja, und es war ein Dark Rider und dem sind wir halt gefolgt. Der hat uns halt zum nördlichen Eisentor geführt und dann haben wir uns einfach mal ganz schlau den Schlüssel vom Bürgermeister Klaus geben lassen und jetzt ist das Eisentor offen. Und wie bereits in der letzten Folge vorgelesen, haben wir jetzt die glorreiche Aufgabe bekommen, dorthin zu reiten. Und ich habe ein sehr ungutes Gefühl bei der gesamten Sache. Weil Berge der goldenen Schatten klingt für mich jetzt nicht gerade sehr einladend, aber ich sehe einen Stern. Naja, das ist schon mal Pluspunkt. So, hä? Das ist ja richtig lustig. Und da sehen wir schon die Hexe vor sich hin wabern. Also frage ich mich, wie groß die Veranda bei dem Haus sein gemusst hat. Damit man hier wundervoll Tee trinken kann. Und da ist auch noch ein Stern. Aber ich glaube, aber Nice hat mich an einen echten Ort gebracht. Ja, ups. Toll. Wieder auf Anfang. Norbert, du bleibst erstmal hier, weil das ist kein sicherer Platz für dich. So, ich will nochmal kurz versuchen. Vor allem, wenn ich ein Sommerhaus habe, dann baue ich doch das nicht auf Moor. Also auf Moor. Auf, also. Da kann ich mir schönere Plätze vorstellen für ein Sommerhaus. So, jetzt will ich aber mal kurz was versuchen. Oh Gott. No risk, no fun.
Würde ich mal sagen, ne? Aber wir haben es geschafft. Müssen wir wieder sicher hier hochkommen? Aber wie lässig ich auch an diesem Seil hier hochstolziere, das ist schon bemerkenswert, ne? Da merkt man, ich bin eine Soulriderin. So. Im Rückwärtsgang. Damit ich hier Anlauf nehmen kann. Ist das, warte mal, das ist doch bestimmt. Was sie immer da? Natürlich, das arme Pferd. Ist das nicht wahrscheinlich die Hexe, die wir vom Yidris. Der hatten wir doch irgend. Oh, was war denn das? Ein fünfblättriges Kleeblatt doch geschenkt und übergeben. War das nicht die? Das war die doch, oder? Und da hat uns doch die Lindern zusammengefalten, wie wir denn sowas einer Hexe geben könnten. Weil das eine besondere Bedeutung hat. Hallo! Hahaha, Kraxi Kraxhack, du glaubst, du kannst hier einfach so hinkommen und mich etwas fragen. Aha, du bist lustig. Ich werde dich und dein Pferd jetzt verhexen, sodass sie eine Lektion lernt. Toll, ich bin Frosch. Aber ich bin ein hübscher Frosch. Der Zauber lässt nach. Es scheint, als hätte Pi keine Lust zu sprechen. Ja, ne, ist halt nicht ganz so gut gelaufen. Die hat ihren Spaß und das arme Pferd wird, keine Ahnung, einfach in einem Käfig festgehalten. Sehr artgerecht. Wenn das die Tierschutzorganisation herausfinden würde, würde die hier anrücken. Wo ist denn ein Frosch verwandelt? Zum Glück hielt der Zauber nicht so lange. Die Frau des Bürgermeisters ist also die Hexe Pi und nicht so bereit, uns zu helfen wie er. Und sie hat Justins Pferd. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Linda weiß immer so viel und außerdem ist sie in der Nähe beim Pferdesportcenter. Reihe zu ihren Frage um Rat. Ich bewache das Tor, damit niemand das Pferd holt oder so. Na klar, machen wir das. Alex. Ach, ich muss es wieder komplett dorthin reiten. Hm. Nun gut. Ich überlege auch vielleicht nochmal ins Winterdorf zu reiten, um vielleicht dieses Gebimmel wegzubekommen. Vielleicht triggert ja das Bimmeln. Und dieses komische Rauschen. Aber ja. Da hat uns die Hexe Pi doch tatsächlich einfach mal einen Frosch verwandelt. Vielleicht kam auch jemand vorbei und hat uns geküsst, deswegen sind wir wieder Vivian Weisbird. Nightstar wurde dann mit dem Kuss wieder zurück in seine ursprüngliche Form verwandelt. Ist alles möglich in Star Stable Online. So. Jetzt gehe ich nochmal hier hin. Also ins Winterdorf und hoffe einfach, dass das Gebimmel weg ist. Und ich mache einfach dann den einen Regler runter, weil, wie gesagt, das stört schon bei solchen, bei solchen, ja, halt wichtigen. Eine Sonne finden. Alles klar. Gut. Ja, es tut mir leid, dass wir das Winterdorf jetzt auch nicht so intensiv, ja, erkunden konnten. Oder halt diese einzelnen Sachen. Aber dadurch, dass es ja mein erstes Jahr Star Stable Online ist, würde ich mich erstmal auf diese kleinen, also Hauptstories jetzt einfach mal fixieren und es nicht konzentrieren. Und wenn dann im nächsten Jahr oder ja, im kommenden Jahr dann irgendwelche Frühlingsfeste, Winterfeste, Sommerfeste oder was es da halt auch alles gibt, dass wir das dann schon machen.
Aber jetzt ist es für mich, klar, es ist schön, dass man einfach Geschenke abgreifen kann, aber für mich hat das jetzt, wenn ich mich jetzt damit mehr beschäftige, jetzt nicht so großen Nutzen, weil ich meine, ich habe jetzt nur ein Pferd, ich habe halt trotzdem noch relativ wenige Starcoins, wo ich mir dann so ein Ultra-Rennpferd holen kann oder Rentierpferd, je nachdem. Deswegen hoffe ich, dass ihr das so ein bisschen verstehen könnt, wenn ich da nicht ganz so intensiv mich drum kümmere. Sondern um die Rettung von Jorvik. Man muss auch Prioritäten mal setzen. Hi Vivian, ich habe viel zu tun, aber natürlich werde ich dir helfen. Dafür sind Freunde da. Okay, ich verstehe. Du musst die Hexe Pi also zum Sprechen bringen. Armer Klaus, ich hoffe, dass wir auch einen Weg finden, die arme Frau von Klaus wieder zurückzuverwandeln oder so rum. Ich weiß auch nicht so genau, wir sollten in die Bibliothek gehen. Der Weingarten hat eine tolle Bibliothek. Ich habe dort viele Stunden verbracht. Komm, wir gehen jetzt dorthin. Schneller. Wo ist eigentlich Meteor? Die ist ja gleich hier. Du kannst was gucken. Wie findest du es? Nicht schlecht, oder? Eine richtig schöne Bibliothek, voll von Wissenschaft. Man fühlt sich förmlich, wie die Bücher vor Wissen platzen und dir dieses Wissen vermitteln wollen. So viel zu lesen, so wenig Zeit. Jetzt müssen wir nur noch das richtige Buch finden, um herauszufinden, wie wir die Hexe wieder nett machen oder wenigstens zum Sprechen bringen. Ich setze mich hierher und lese in der Hexopädie. Und du kannst durch die Bibliothek streifen und alle Bücher herbringen, die etwas damit zu tun haben. Oh, ein Stern, ein Stern. So, ich hoffe mal, das stört jetzt nicht wegen den nicht vorhandenen Soundeffekten. Weil, wie gesagt, das ist doch mir dann etwas zu anstrengend, sich die ganze Zeit dieses Gebimmel anzuhören. Oder warte, wir machen einfach mal ein kleines bisschen Gebimmel. Aber nur ein kleines bisschen. Und ein klitzekleines bisschen. Gut gemacht. Jetzt haben wir einen Stapel, den wir erstmal lesen müssen. Das dauert ein bisschen. Du kannst mir helfen, herauszufinden, wie man Hexen nett macht. Setze dich und liest dir diese 4 Bücher durch. Hast du schon was in den Büchern noch gefunden? Oh Gott, das muss ich auch noch lesen. Lesen. Aber die Bücher werden auch weggepackt, so wie ich das sehe. Ah, warte, lass mich doch mal in Ruhe hier ein bisschen lesen. Danke für die Hilfe. Das sind wichtige Informationen, die du gefunden hast. Aber ich habe die Lösung noch nicht. Und dann müssen wir einen Tag warten. Aber wir haben zumindest einige Rufpunkte bei den Bewahrer von Aedins erhalten. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, da wir jetzt keine weiteren Verpflichtungen haben, werden wir uns einfach mal dorthin begeben, weil das ist auch nochmal eine Hauptaufgabe. Oh Gott, die Musik ist wieder laut. Hilfe! So, jetzt. Und vielleicht hört das Gebimmel auch irgendwann mal auf. Heißkurs? Was ist das da eigentlich? Achso, okay. Ach, so ein globaler Shop? Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass das Buch so groß ist. Jetzt hätte ich das einfach mal nebenbei mal kurz durchgeschaut. So, wo haben wir das? Bei einem Nick. Ein oder eine Nick. Oh
Gott, ist hier ein Heißluftballon. Ja, das heißt nichts Gutes. Nick Stonecrowned. Hunger und Müdigkeit werden mich nicht aufhalten. Aber hallo, ich bin der berühmte Abenteurer Nick Stonecrowned. Ich bin sicher, du hast von mir gehört. Ich habe gerade ein Wahnsinnsprojekt laufen. Ich werde auf eine neue epische Expedition gehen. Kannst du mir mit einer kleinen Sache helfen, während du hier bist? Super, ich brauche jemanden, der diese Seile für mich losbindet. Dieser Ballon wird mich zum Teil der verborgenen Dinosaurier, oh Gott, jenseits der Welt der Berge bringen. Ich bin sicher, dass dies eine erfolgreiche Expedition wird. Hat das nicht Hauptaufgabe? Warte mal. Ja, Hauptquest, oh Gott. Meine Expedition wird legendär und dadurch, dass du mir hilfst, wirst du ebenfalls weltberühmt. Erstmal muss die Expedition aber losgehen. Es gibt 4 Seile, die du losbinden musst, damit ich losfliegen kann. Das hat jetzt die Frage, inwieweit machen wir jetzt das Gebiet? Das ist doch viel zu viel auf einmal. Ah ja, es läuft super mit dem Losbinden. Alles klar, los geht's. Luftschiffe, Ballons und Zeppeline. Das sind super Sachen. Jetzt ist es an der Zeit. Wir sehen uns. Ich begebe mich auf die Reise im Tal des verborgenen Dinosauriers. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Vielleicht. Aber nur vielleicht. So. Aber jetzt werden wir noch mit unserem Praktikanten sprechen. Vielleicht wird er uns eine glorreiche Aufgabe geben, die beinhaltet, dass wir diese Ölflecken einfach... hub mich nicht an. Diese Ölflecken dort beim Weingut endlich beseitigen. Und hier könnte auch mal aufgeräumt werden. Das stört mich trotzdem, dass es noch aussieht wie... ja. Wie verwildert. So, mein Lieblingspraktikant. Hallo du, wie schön dich zu sehen. Gut, dass du gekommen bist, denn bald bin ich nicht mehr da. Dieser Job ist mir einfach zu langweilig. Ach komm, wir hatten noch so viel Spaß miteinander. Niemand ist aufgefallen, dass ich weg war. Nichts ist organisiert und niemand kümmert sich darum, wer was macht und dass wir die Natur zerstören. Das ist nichts für mich. Ich möchte lieber etwas Produktives als etwas Destruktives machen. Sehr löblich, diese Einstellung. Der Weingarten? Ja, ich weiß viel über Wein. Du hast recht, das wäre perfekt für mich. Mit der Baroness sprechen und sie von dir grüßen? Danke für den Tipp, das mache ich. Es ist ein bisschen komisch, aber wir haben einander noch gar nicht vorgestellt. Vivian, was für ein schöner Name. Ach, ich weiß. Ich heiße Conny und ich hoffe, wir sehen uns bald. Hallo, Conny. Bis dann. Bis dann, mein lieber Conny. Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Die 2 Turteltäubchen sind immer noch da. Ich hoffe, die Hochzeitsplanungen verlaufen sehr gut. Ich erwarte die Einladung innerhalb der nächsten Woche. Ansonsten nehme ich einfach den Baggerpokal mit und zerstöre ihn. Nein, ich lasse ihn bei mir. Es war so viel Mühe, den zu holen. Guten Tag, Vivian. Es ist mal nett, Besuch zu haben in diesem Nest. Das kommt wahrlich nicht jeden Tag vor. Es ist auch ziemlich zeitaufwendig, hierher zu kommen. Eine kleine Schrapaze kann man wohl sagen. Stellt dir vor, man könnte den Weg nach Silverglade irgendwie abkürzen? Ist er nicht schon kurz? Jetzt wo ich sage, ha, ich habe eine Idee. Sag Vivian, wärst du daran interessiert, die gegenwärtige Situation zu ändern? Ein sogenannter Feuertransport nach Norfling wäre wohl eine gute Idee. Was meinst du? Ja, ja, da bin ich voll dabei. Selber muss ich, wie du sicher verstehst, meine Arbeit fortsetzen und nach Unregelmäßigkeiten hier am Norfling Ausschau halten. Aber du bist, wie man so sagt, etwas mobiler. Vielleicht könntest du die Angelegenheit mit Energie und Elan in Angriff nehmen? Was meinst du? Gut, Vivian, sehr gut. Da schlage ich vor, dass du zu Beginn die Baroness in dieser Angelegenheit zu Rate ziehst. Der Großteil des Landes hier ist ihr Eigentum, verstehst du? Es ist außerdem allgemein bekannt, dass sie die notwendigen Mittel besitzt, um besagtes Transportmittel zu beschaffen. So, da freue ich mich, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft eine schnellere und effektivere Transportmethode nach Silverglade haben werden als bisher. Meine besten Glückwünsche auf dem Weg. Grüße ihre Schönheit, die Baroness von... Ja. Damit hätte ich es nicht erwartet. Also, gerechnet. Alles, aber nur nicht damit. Aber er hat recht. Wo fährt der denn hin? Man kann den Weg damit verkürzen. Und ich beseitige auch Ausrufezeichen bei mir auf der Karte.
Da haben ja alle was gewonnen. Aber die haben, ja, die haben noch die ganzen Ölflecke hier, oder? Und der Campbell steht immer noch da. Mit seinem schmierigen Grinsen. Einmal runter, einmal hoch. Und das Bimmeln ist jetzt auch weg. Merke ich gerade. Das ist sehr, sehr seltsam. Guten Tag, liebe Vivian. Wie kann ich dir an diesem schönen Tag helfen? Herr Baguette möchte, dass ich einen Pferdetransporter nach Northlink arrangiere und bezahle. Ich kann bis jetzt keinen Nutzen in einem solchen Transporter kennen und ich verstehe auch nicht, warum ich dafür bezahlen soll. Du kannst ihm gerne ausrichten, dass ich an so etwas nicht interessiert bin. Verzeihung, was sagst du, meine Liebe? Es könnte dir ebenfalls helfen. Na schön, ich denke nicht daran, dafür zu bezahlen, aber wenn du jemand anderen findest, der das macht, dann habt ihr meine Erlaubnis, den Pferdetransport auf meinem Grund neben der Galoppbahn aufzustellen. Wenn das hier jemand bezahlen soll, dann ist das meiner Ansicht nach der Rat in Silverglade. Und ein Pferdetransport in die nördlichen Teile der Evergreen-Felder sollte doch allen Nutzen haben. Ich denke, du sollst diese Angelegenheit mit dem Ratsmann in Silverglade besprechen. Liebe wohl, Vivian. Silverglade? Nein. Ach, Thieves Farm. Nein, ich möchte so Thieves Farm. Ach. Hat jetzt die Frage, ob ich einfach jetzt in Silverglade schon die anderen Aufgaben jetzt einfach mal mitnehme. Und ja. Weil ich gerade in so einem richtigen Flow drinne bin. Weil ich jetzt einfach mal das alles mitnehmen und wollte die Folge dann auch beenden. Ach, das ist die Emma. Aha. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal diese ganzen Aufgaben von der Emma und vom, ich glaube, Dexton oder wie der andere Typ heißt, mit. Und dann werden wir in der nächsten Folge mit dem Ratsmann sprechen. Gott sei Dank bist du hier. Ich stehe vor der wichtigsten Entscheidung meines Lebens und Sonja ist nicht gerade eine große Hilfe. Jetzt geht das schon wieder los. Ich habe auf ganz Jorvik nach dem perfekten Partner gesucht. Jemand, der es liebt, im Mondlicht durch den Wald zu spazieren und der über meine Witze lacht. Jemand, der spontan und frei ist, aber auch zuverlässig. Jemand, der mein Herz Purzelbäume schlagen lässt. Du verstehst das doch, oder? Ja, auf den suche ich ja auch ganz verzweifelt. Ich weiß genau, was du meinst. Wirst du mir helfen, das Pferd meiner Träume zu finden? Okay, ja. Monatelang habe ich für Karin im Goldblattstall Überstunden gemacht und jetzt endlich genug Geld für mein eigenes Pferd zusammengespart. Ich bin ja auch nicht wählerisch. Jede Rasse ist auf ihre Weise wundervoll, findest du nicht? Mir ist nur wichtig, dass es eine ganz besondere Bindung zwischen uns gibt. Ich will, was Sonja und Kasper haben. Aber so viele Pferdeprofile ist mir, ich mir auch online ansehe, der richtige Kandidat ist einfach nicht dabei. Das habe ich ja schon erklärt, Emma. Du musst dir die Pferde persönlich ansehen. Über dein Smartphone wirst du nie eine Bindung verspüren. Ich weiß, aber was, wenn ich das perfekte Pferd finde und es nicht dasselbe für mich empfindet? Ich muss mich jetzt wirklich auf einen Wettbewerb vorbereiten. Du hast von mir eine Liste mit tollen Pferden hier in der Gegend bekommen. Vielleicht kann Vivian dich ja mitnehmen und ihr könnt sie euch gemeinsam ansehen. Wirklich? Vivian, wirst du das für mich tun? Was? Was? Das war jetzt eigentlich nicht so geplant. Na gut, dann reiten wir halt jetzt nach Falkgrove. Dann beende ich in Falkgrove die Folge und dann werden wir für unsere liebe neue Freundin Emma das perfekte Pferd finden. Und wir müssen bestimmt einmal quer durch ganz Jorvik reisen. So, dann würde ich mal sagen, beende ich an dieser Stelle die heutige Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen und dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei sein werdet. Wenn wir das perfekte Pferd für die liebe Emma suchen, werden wir eventuell auch den Pferdetransporter organisieren werden und dann vielleicht noch andere Aufgaben mit abklappern. Und ja,
Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen wiedersehen werden.